Oliver, du warst am Montag bei den Protestaktionen der Linken in Leipzig dabei. Was hältst du davon, dass ausgerechnet die Partei Die Linke versucht, sich des Geistes der Montagsdemonstration zu bemächtigen, die ja quasi zum Untergang der SED-Diktatur geführt haben? Ja, Jörg, also ich verfolge ja das Demonstrationsgeschehen schon seit Jahren in Sachsen. Das hat ja im Herbst 2014 mit den Pegida-Demonstrationen in Dresden begonnen. Auch die waren am Montag, und als ich dort zum ersten Mal gehört habe, wir sind das Volk, und an einem Montag, da war ich schon verstört oder irritiert. Und man muss jetzt aber sagen, das hat sich natürlich irgendwo verstetigt, diese ganze Entwicklung. Wir erleben das ja dann in den Folgejahren auch weiterhin, auch beispielsweise jetzt bei den Corona-Spaziergängen, bei den sogenannten Spaziergängen, die ja auch montags stattfinden. Also diese Vereinnahmung, die ist jetzt sozusagen, die findet auf vielen Ebenen statt und von unterschiedlichen Kräften. Und dass jetzt die Linke das macht, auch montags auf die Straße zu gehen. Also meine persönliche Meinung ist, ich sehe das eigentlich, also die Tatsache, dass es an Montagen stattfindet, eher weniger kritisch mittlerweile heute. Und natürlich kommt dann auch oft der Vorwurf, die Linke, das ist ja die SED-Nachfolgepartei. Aber auch da, das ist meine persönliche Meinung nach über 30 Jahren, weiß ich nicht, ob das noch so bedeutsam ist, dass man das jetzt sozusagen in den Vordergrund der Betrachtungen stellen sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe damit eher weniger Probleme. Was natürlich, wo man genau hinschauen muss, ist die Frage, inwiefern jetzt montags dann auch unterschiedliche Kräfte dort miteinander auf die Straße gehen, die eigentlich nicht zusammengehören, und inwiefern es auch der Linken gelingt, sich gerade von rechtsextremen Kräften, die ja auch montags unterwegs sind, abzugrenzen. Und was hast du denn da konkret bei den Demonstrationen beobachtet? Ja, das war interessant. Also das hat mich auch selbst ein bisschen überrascht. Ich war ja an dem Montag, also gestern Abend, auf dem Augustusplatz in Leipzig, dort, wo sich eigentlich ein Großteil des Geschehens abspielte. Man muss sich das so vorstellen, vor dem Opernhaus, auf dem größeren Teil des Platzes, war ja die linke Veranstaltung angemeldet und fand statt. Und gegenüber, vorm Gewandhaus, wo auch weniger Platz ist, dort hatten die Freien Sachsen eine Veranstaltung angemeldet. Die waren auch schon etwas früher da, haben da ihren Stand aufgebaut, haben da ihre üblichen freie Sachsenfahnen verteilt, und dort waren auch ein riesen Medienauflauf, am Anfang mehr Journalisten als eigentlich Kundgebungsteilnehmer. Und die haben dann auch so DDR-Kampfmusik gespielt oder DDR-Folklore-Lieder, also wie Unsere Heimat, Kleine Weiße Friedenstaube und so weiter. Also da war auch schon zu spüren, dass die so an der ostdeutschen Identität irgendwo versucht haben anzudocken. Und wenn man dann mit den Teilnehmern ins Gespräch gekommen ist, sowohl bei den Linken als auch bei der Freie Sachsen-Demo, da hat man festgestellt, dass es durchaus bei einigen, insbesondere bei älteren Kundgebungsteilnehmern, da relativ wenig Berührungsängste gibt gegenüber der anderen Seite. Also mir haben beispielsweise Teilnehmer von der Linke-Veranstaltung gesagt, also die ja auch als Linke so optisch zu erkennen waren, also beispielsweise den roten Stern getragen haben, die dann gesagt haben, also naja, wenn wir gemeinsame Ziele haben, dann ist das doch legitim, wenn wir da auch gemeinsam auf die Straße gehen. Und also die hatten da kein Problem, dass da die Freien Sachsen gemeinsam mit denen sozusagen unterwegs waren. Und das fand ich dann persönlich doch schon ein Stück weit bedenklich. Ergänzend muss man ja vielleicht noch sagen, dass die Linke nicht das erste Mal montags zu Demos aufruft. Das war bei den Hartz-IV-Protesten ebenso der Fall. Wenngleich die Resonanz ungleich größer erschien oder
täuscht das? Wie siehst du die Resonanz auf die jetzige Montagsdemo in Leipzig? Ja, zunächst nochmal, ich wollte noch ergänzen zum Charakter der Veranstaltung. Also von Seiten der Linken, also von denjenigen, die auf der Bühne standen, kam schon eine klare Abgrenzung zu den Freien Sachsen, also insbesondere auch von Gregor Gysi, der dort aufgetreten ist. Und es gab auch Applaus dafür und es gab auch junge Leute, die Transparente aufgestellt haben und in Richtung der rechten Veranstaltung Zusammenarbeit, keine Kooperation mit rechts und so weiter stand da drauf. Also von daher war man schon bemüht, aber wie gesagt, beim Publikum war das doch gemischt. Und jetzt zu deiner Frage, also insgesamt war natürlich die Resonanz in Leipzig, wenn man da jetzt auch nochmal den Vergleich zu den Montagsdemos, den klassischen, ziehen mag, noch überschaubar mit jeweils wenigen tausend Teilnehmern. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende der Entwicklung gesehen. Also wir stehen ja gerade am Anfang dieses Herbstes, wo sich ja krisenmäßig einiges zusammenbraut. Und man muss ja auch dazu sagen, zeitgleich fanden ja wieder die sogenannten Montagsspaziergänge in etlichen anderen Orten in Sachsen statt. Und von daher muss man sich, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch auf einiges vorbereiten. Olli, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne.